Lektion 355 aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern. Aller Friede und alle Freude und alle Wunder, die ich geben werde, haben kein Ende, wenn ich Gottes Wort annehme. Warum nicht heute? Ja, eine Warum-Frage. Ein Nicht da drin, um so ein bisschen mit der Kommunikation mal zu spielen, weil das macht Jesus hier im Kurs auch, um uns den einen einzigen Unterschied klar zu machen, den wir nur noch erkennen sollten. Nämlich, in welchem Gedankensystem bin ich? Und diese Frage kann sich nur das Ego stellen, kann wieder nur aus der Perspektive herausgestellt werden, sagen wir es mal so. Denn es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und mit heute ist immer jetzt gemeint. Es gibt einfach keinen Grund, da wirklich mal ganz diszipliniert ranzugehen, ohne Härte, sanft natürlich. Sanft, also Disziplin in ihrer sanften Form, jedoch in der einzigen Bereitschaft für das Himmelreich und nicht mehr bereit zu sein, einem Denksystem zu folgen. Naja, wir wissen ja alle, was das anrichtet, ne? Also, schau dir einfach mal an, denn du hast ja die Macht, Wunder zu wirken. Willst du das? Bist du motiviert, rauszukommen aus der Nummer hier? Denn das ist es, wozu wir hier die Zeit wirklich konstruktiv nutzen können. Willst du die vollständige Offenbarung erleben? Willst du wirklich hier die Heilung erleben? Und willst du frei sein von Angst? Also willst du wirklich diese Versöhnung annehmen? Weil das sollte Motivation sein, Wunder wirken zu wollen und nur noch Freude zu geben und im Frieden einfach unendlich zu sein, in der Ewigkeit, vollständig. Dann stellt sich die Frage nicht, warum nicht heute? Dann stellt sich gar keine Frage mehr, weil es eh keine Fragen gegeben hat, wovor ich das alles vergessen habe. Auf dieser einen Ebene, wo nicht verschiedene Ebenen des Bewusstseins durch Wunder als Mittel organisiert werden müssen, sondern auf dieser einen Ebene wäre das hier alles natürlich überhaupt nicht notwendig. Da würde sich nicht die Frage stellen, warum nicht? Da ist ganz klar, ja, es ist, ich bin. Und hier steht ja auch, weshalb sollte ich, mein Vater, auf die Freude warten, die du mir versprochen hast? Ich will es jetzt annehmen. Ich will jetzt Wunder wirken. Ich habe ein Anrecht auf Wunder. Und das ist doch so, wow, danke, echt, ich brauche hier echt einfach im Gebet zu sein und schon bin ich da. Sogar jetzt berühren meine Finger ihn. Wirklich, egal in welchem Geisteszustand ich mich befinde, der Funken in meinem Herzen leuchtet immer. Ah, den will ich ausdehnen.
Und wirklich in der Welt da draußen strahlen, damit Heilung geschieht, damit Wunder durch mich wirken. Und das ist einfach gar nicht in Worte zu fassen, wie sich hier eben in dieser Kommunikation zwischen Gott und mir, also überhaupt zwischen Gott und seinen Seelen, das persönliche Gefühl der Nähe einstellt, der Ungetrenntheit. Gibt es das Wort Ungetrenntheit? Dem Ungetrenntsein, whatever. Aber es ist so, ja, es ist gar nicht in Worte zu fassen. Aber das hat auf jeden Fall nichts mit der körperlichen Nähe zu tun, die ich bisher hier auf Erden erfahren habe. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer und ich habe es ja auch erlebt. Ich habe es bei mir erlebt, ich habe es bei anderen erlebt, aus Erzählungen, wie Wunder wirken und was das wirklich mit einem Körper gemacht hat. Und daran sehen wir, der Körper ist neutral. Es sind meine Gedanken, die diesen steuern. Und es gibt ja auch in Gott kein Anfang und kein Ende. Ja, frag dich auch, hier steht, ich bin sicher, dass mein Schatz auf mich wartet. Bist du dir da sicher? Und wie kannst du dir denn da sicher sein? Frag das wirklich nicht auf der Ego-Ebene, sondern geh damit eben in diesen heiligen Augenblick und besprich das mal wirklich über die Läuterung zum Erkennen hin mit dem Heiligen Geist. Oder bitte Jesus, Gott, du bist die ganze Zeit in der Kommunikation, wenn dann nicht gerade diese Frequenzstörungen des Egos sich ans Steuer setzen. Und deinen Geist eben wieder ins Außen bringen, um den Ablenkungen zu folgen, um den Versuchungen zu folgen. Wirklich den ganzen Tag zu einem einzigen heiligen Augenblick zu machen, das ist doch mal wow. Aller Frieden und alle Freude und alle Wunder. Geht's noch ein bisschen, ja, also, die ich geben werde, haben kein Ende. Wieder diese Leichtigkeit, ne? Endlich muss ich nicht Angst haben, dass sowas endet, sowas Schönes. Das ist es doch auf der Ego-Perspektive, oder sind wir mal ehrlich? Da ist immer, wenn irgendwas toll läuft, so, okay, irgendwann, spätestens mit dem Tod, ist vorbei. Ja. Ja, und Offenbarung bewirkt ja auch eben den einen Zustand, in dem Angst gar nicht möglich ist. Und das ist halt auch diese Offenbarung hinter den Wundern. Warum ich heute auf jeden Fall in jedem Augenblick mit diesem rechtgesinnten Geist unterwegs sein will. Ich find es wirklich sehr spannend, dass Jesus diese Frage eingebaut hat, weil die auch natürlich sowohl einmal nützlich als auch hinderlich sein kann. Also auch wieder da aufgezeigt, in welchem Denksystem bin ich unterwegs. Das sind so Hinweise, ne, was der Geist damit macht. Frag dich nicht, warum nicht, sondern frag dich mal, warum? Wofür mache ich das ja? Warum gehe ich hier jeden Tag mit den Lektionen und ziehe mir das hier rein und acker mich hier durch das Textbuch? Ja, warum? Und dann schließt sich die Frage, warum nicht, komplett aus. Das ist, wir haben früher immer beim Meditieren gesagt, so als Ansporn, das machen die Mönche in Bhutan oder Nepal. Viele Meditierende machen das mittlerweile, auch im Westen. Man stellt sich abends vor, man würde nicht mehr aufwachen am nächsten Morgen. Weil gerade abends ist, für viele ist es schwieriger zu meditieren als morgens. Und ja, es ist tatsächlich die Motivation dahinter, dass man sich einfach dessen bewusst wird, dass der Körper vergänglich ist. Und dann will man natürlich in dieser Sequenz, die wir gerade so mit dem Körperkleid erleben, nutzen, wirklich. Und die Zeit ist eben eine Lehrvorrichtung und eine Lerneinrichtung.
Und die Versöhnung bringt die Seele an den angestammten Platz zurück, heißt es auch. Ja, und der Geist, der dem reinen Geist dient, ist unverletzlich. Ja. Und das ist es doch, oder? Also es ist so mein persönliches Anliegen, dieses ganze Spektakel nur noch im Licht zu betrachten, aus dem Licht heraus zu sein. Und da wirklich, wirklich fein zu sein mit eben allem, was da auf mich zukommt, scheinbar. Und da wird nichts mehr sein dann. Das ist ja das, was Jesus uns hier auch sagt. Durch die Augen Christi zu sehen, birgt keine Welt mehr, die ich vorher gemacht hatte, voller Angst, Schrecken und einem Ende. Ja. Und ich möchte wirklich durch die Wunde allen Irrtum auflösen, damit ich Friede und Freude versprühen kann und eben dann auch wundergesinnt wirken kann. Ja, und da lade ich dich natürlich heute wieder ein, immer wieder zurückzutreten, tief im Herzbewusstsein einmal die Atmung sich ausdehnen lassen, weil von da aus diese Kraft, die Frequenz der universellen Liebe ausgeht und das nimmt wahrhaft dem Ego, welches ja immer wieder versucht, uns hinters Licht zu führen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man es bildlich betrachtet. Und das nur sich zur Aufgabe gemacht hat, um uns hier eben genau von diesem wundergesinnten Geist wegzubewegen. Die Identität, meine wahre Identität nicht zu erkennen, sondern eben all das, was hier im Kurs auftaucht, zu verschleiern. Und ich empfinde das auch so, dass der Kurs sich gedreht hat mit der Zeit. Ne? Es ist am Anfang mehr halt, dass wir erstmal checken, was mache ich hier eigentlich? Und das bin ich nicht. Und dann wird uns gezeigt, was bin ich? Ja, was wirke ich hier? Was sind Wunder? Und was ist denn die Schöpfung? Wer ist denn mein Vater überhaupt? Und die ganzen Fragen, die jetzt auch immer geklärt wurden. Und ja, es ist wirklich eine Entwicklung aus dem Ego-System raus. Wir entwickeln uns da raus. Und das ist für mich Grund genug, immer wieder und immer wieder aufs Neue. Und ja, da wirklich dran zu bleiben. Und dann wird sich auch was verändern. Ganz sicher. Der Geist wird ruhiger. Und das ist schon wie ein Sechser im Lotto. Ja, und diese wundervolle Kommunikation mit dem geheilten Anteil in mir. So schön. So wohltuend. Und dieses Erleben zu nutzen, auszusteigen und im Himmelreich Platz zu nehmen, erkennend, dass es wirklich so ist, dass ich die ganze Zeit hier schon meinen Platz eingenommen habe, im Licht, geliebt, grenzenlos und ewig rein. Fühle dich immer öfter in diesen wahren Geisteszustand hinein, sodass dein Körper
darauf reagiert und sich alles auf der Körperebene mit diesem Geisteszustand zeigen möge. Je häufiger du dich darin übst, je häufiger du Wunder gibst, Freude schenkst, Frieden verbreitest, ja, desto geiler das Leben, ne? Desto näher an Gott. Desto klarer die Buddha-Natur. Desto verbundener mit einfach allem. Ganz viel Segen auf all deinen Wegen. Lass uns einfach wundergesinnt sein.